Hi, also ich zeige euch heute mal unsere spanische Base. Eine Base ist sozusagen der Ort, wo morgens alle ankommen, sei es jetzt Schauspieler oder Team. Dann wird gefrühstückt, wir werden fertig gemacht, da sind unsere Aufenthalte. Und ich zeige euch mal, wie sowas aussieht. Morgens durch diesen Eingang rein. Und dann hat man hier das Catering-Mobil, da wird gefrühstückt, da wird Mittag gegessen. Hier sind dann die ganzen Stühle, wo wir alle sitzen können. Und dann gibt es hier diese ganzen Wege. Und das sind sozusagen die kleinen Büros, beziehungsweise die Aufenthalte. Ich zeige euch mal meinen Aufenthalt. Er ist leider nicht aufgeräumt. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Es ist halt echt toll, dass man sowas hat, weil gerade wenn der Tag anstrengend ist und so, dann kann man sich in der Mittagspause einmal kurz entspannen, so wieder zu einem selber kommen, damit man dann Kraft hat, wieder in die Szene zu gehen. Genau, und dann hängt hier eigentlich immer das Kostüm. Das habe ich jetzt an, deswegen hängt es da nicht mehr. Und ansonsten kann man sich hier hinlegen, seine Sachen abstellen. So, das ist unser Maskenmobil. Da sind wir als Schauspieler morgens eigentlich immer als erstes. Das sind unsere zwei Maskenbildner. Das ist einmal die Janette und einmal die Dodo. Die sind beide total lieb und toll. Und es ist immer super, wenn man morgens schon lächelnd begrüßt wird und schick gemacht wird. Beziehungsweise auch mal nicht schick gemacht wird. Das ist ja nicht immer gesagt. Und so sieht es in einem Maskenmobil, beziehungsweise in unserem Maskenmobil von innen aus. Da hinten ganz in der Ecke ist mein Platz. Hier vorne sitzt die Hanna. Wir haben hier gerade sauber gemacht, deswegen ist da zum Beispiel noch alles abgedeckt. Hier kann man sich die Hände waschen und so ein Riesenmobil fährt dann tatsächlich auch wirklich mit all dem ganzen Zeug drin. Also es wird dann alles gesichert, dass es nicht rumfällt. Aber sowas fährt dann auch von zum Beispiel A nach B, wenn wir einen Location-Wechsel haben. Finde ich immer ziemlich krass, dass dann so Riesenmobile durch die Gegend fahren. Aber es geht. Das hier ist unser Kostümmobil. Wie ihr seht, alles voller Klamotten. Wir können ja mal reingehen. Dann wird hier nach Rollen aufgeteilt. Also wir haben hier die Kenzie, die ja auch ganz, ganz viele Double, deswegen hat sie auch ihr eigenes Kostüm. Dann meine Kostüme, dann die von der Fanny, die von der Tara und so ist das halt aufgeteilt. Und jeden Morgen hängen dann die Kostümbildner. Die Kostüme, jetzt klingelt die Waschmaschine. Ich weiß nicht. Hängen uns dann das Kostüm raus. Und dann hängt es morgens bei uns im Aufenthalt. Wir ziehen uns um und sind startklar für den Tag. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was so eine Base ist, was man an so einer Filmbase überhaupt alles hat. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Film, der am 27.07.2017 rauskommt. And nothing else really matters.